Hallo Leute, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, spielen wir heute eine kleine Runde Clash of Clans. Ja, leider verträgt sich die App, mit der ich das Ganze aufnehme, und mein Aufnahmeprogramm nicht hundertprozentig, deswegen knackst es ab und zu im Ton etwas. Aber ich hoffe, das könnt ihr verkraften und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Definitiv nein. Wir fangen komplett von null an und ja, ich spiele jetzt ein bisschen und schauen wir mal, wie weit wir kommen werden. Willkommen, Häuptling, wir haben schon auf dich gewartet, okay? Dies ist dein neues Dorf. Wunderschön, nicht wahr? Das Leben wäre wirklich perfekt, wenn es da nicht... Okay. Oh, was ist das? Noch ein mickriges Menschlein. Ja, ich habe irgendwann schon mal Clash of Clans gespielt, aber das ist anderthalb Jahre oder so her auf meinem Tablet. Ja, wird mal ein ganz anderes Erlebnis sein, denke ich. Oh nein, die Kobold-Horde. Schnell, stell eine Kanone auf, um das Dorf zu verteidigen, okay? Kanone, 250 Gold. Platziere die Kanone im Dorfzentrum. Wir müssen das Rathaus schützen, okay? Ich beende das definitiv hier nicht. Jetzt ist nicht die Zeit, gierig, geizig zu sein. Gib ein paar grüne Juwelen aus, um die Sache zu beschleunigen. Ne? Sind da Kobold-Holzmeier. Okay. Schauen wir uns mal an, was die so treiben werden. Ich denke mal, die werden verlieren. Aber so richtig. Puh, das war knapp. Danke, Häuptling. Wir haben das Dorf auf Kraftlinie errichtet. Das bedeutet, dass sich die Kanone mit der Zeit selbst magisch repariert. Alles klar. Hey! Die Magier vom Elfenbeinturm sind hier, um uns zu helfen. Nehmen wir das Koboldlager auseinander, okay? Tipp um ein Fleißgebiet. Ich spare mir jetzt einfach die Magie. Die darf ich sowieso nicht behalten, aber ist ja egal. Der Sound ist ein bisschen laut, oder? Ein bisschen laut, ich muss gleich mal ein bisschen leiser drehen. Sekunde. 2000 Jahre später. Gut, du erhältst 50 Gold und 50 Elixier, das weiß ich noch, und geh nach Hause. Die zwei Magier haben locker gereicht, um alles auseinanderzunehmen. Wow, gut gemacht, jetzt müssen wir dieses Dorf für den Kampf rüsten, okay? Indem du einen zweiten Bauarbeiter anheuerst, kannst du an zwei Gebäuden gleichzeitig. Das machen wir doch. 250 Juwelen! Ja, ist klar, Junge. Sonst noch Wünsche? Ich habe mal gelernt, wenn wir die irgendwie außerhalb platzieren, ist das okay. Nicht so unwichtig, die Gebäude, zack. Oh. Elixier ist notwendig, um Truppen auszubilden und viele Gebäude zu errichten, okay? Du kannst Elixier aus der Kraftlinie Bodenpumpe versuchen, okay? Ich pumpe mir einfach mal da. Elixier ist auch... Ach, wieso soll ich dafür immer meine Kristalle aktivieren? Spiel, lass mich einfach mal machen. Eine Sekunde. Wow, der Elixiersammler kann nur eine kleine Menge Elixier lagern, oder? Ja, bauen wir ein Lager, um es horten zu können. Lager... Ich baue jetzt einfach nur mal für den Start. Wenn ihr richtig geile Vorschläge habt, dann schickt mir einfach mal ein paar Screenshots. Heftet die unter das Video oder so an. Ja, weil ich bin Clash of Clans Noob 10.000, Leute. Merkt euch das. Außerdem brauchen wir einen sicheren Ort für unsere Goldreserven. Ja, Goldlage. Ich baue jetzt einfach mal alles hier in so einem kleinen Viereck an. Ich will definitiv noch einen Angriff ausführen, Leute. Das wäre auch geil. Wieso soll ich wegziehen? Ach, Spiel! Ich sammle mal das Gold hier ein. Wow, voll. Ja, jetzt kommt die Kobolde, weil ich ein bisschen Gold habe. Häuptling, wir brauchen eine Armee mit. Ja, Kaserne. Die Kaserne kommen wir erstmal dahin. Zack. Ich habe noch drei Magier, das ist schön. Nein, wegen 10 Sekunden beende ich nicht schon wieder. Bitte, Spiel. Lass mich doch einfach mal machen. Ich, ja. Und eine Sekunde, zack. Alles spannend. Truppen ausbilden, richtig. Ausbügel. Ja, das dauert jetzt ein paar Sekunden, aber hey, wir haben die Magie des YouTube-Cuts. Das warten wir jetzt einfach mal ab. Okay. Okay, keine Ahnung, es sind zwar nur drei fertig. Ich habe irgendwie 10 oder so gemacht. Gut gemacht. Jetzt lass uns ein paar grüne Hintern versuchen. Okay, wenn du das sagst. Einzelspieler, Vergeltung und blablabla. Angriff. Durch gedrückt halten kannst du mehr drücken gleichzeitig. Ah, okay. Dann würde ich sagen, platzieren wir die drei Barbaren einfach mal hier. Bogenschützen, dann kriegst du noch einen Zauberer. Da hast du keine Chance dagegen. Der Zauberer macht das jetzt alles alleine. Okay. Das funktioniert schon, so wie ich das jetzt vorhabe. Ihr nehmt das jetzt mal schön auseinander. Ein Stern, Rathaus kaputt und wir haben gewonnen.
der Magier fällt ganz schön rein. Okay, das sind die ersten Missionen. Komm. Und weg. Nice. Ein XP habe ich, glaube ich, bekommen. Nehmen wir einfach mal so mit. Das war ein toller Kampf. Was soll man sich unsere Geschichte... ich bin Guy. So, fertig. Mein Name ist Guy. Mit dem Gold können wir Sartos verbessern, ja? Verbessern. 1000. Für 10 Sekunden, ja, da gebe ich definitiv mal einen Smaragd oder wie auch die Dinge immer heißen für aus. Lohnt sich definitiv. Häuptling, du weißt offenbar, was du tust. Das Dorf zählt auf dich, okay? Habe ich jetzt das Tutorial durch? Ich habe anscheinend das Tutorial durch. Wir haben das Tutorial durch. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen was bauen. Dann stellen wir doch nochmal einen Elixiersammler hier auf. Ich baue jetzt einfach ein bisschen Zeug, Leute. Ich baue jetzt ein bisschen Zeug. Mal ausbilden. So. Dann mache ich noch einen selbstständigen Angriff und wie gesagt, wenn ihr Vorschläge für Bases habt, auf meinem Niveau gerade, ihr könnt mir jetzt nicht, was die Inferno-Türme oder was schicken, weil da bin ich noch einen kleinen Ticken von dem Fett, dauert noch 10 Minuten oder so, dann habe ich das alles, was kann ich noch, Armee, nur eine zweite, ja komm, wir bauen selber noch eine zweite Kaserne, ist egal. So, und wir greifen jetzt nochmal die Kobolde an. Außenposten, ja, komm, machen wir jetzt noch. Diesen Angriff gönnen wir uns jetzt noch und dann, ja, lädt. Oh, die haben Kanonen. Oh, das wird schwer. Okay, dann müssen wir wirklich hier richtig schön rein. Mach das Rathaus kaputt, dann habe ich das geschafft. Nice. Erste Kanone, kommt so, Leute, ich glaube an euch. Ja, lass den Krieger hin. Das schaffe ich. Okay, ich bin anscheinend ein ganz guter, wir haben nämlich jeder Häuptling oder so, das ist mir jetzt auch wurscht. Rathaus verbessern geht gerade nicht, kann ich irgendwas anderes verbessern? Ja, das kann ich verbessern. Das kann ich verbessern. Das kann ich verbessern. Achso, ich habe gerade... Okay. Gut, Leute, muss ich noch irgendwas großartig machen hier in meinem Dorf? Kann ich irgendwas überhaupt großartig machen? Ich kann noch ein paar Leute ausbilden. Ausbilden. Haben wir ein paar Krieger rein. So. Dann würde ich sagen, verbessern wir noch den zweiten Elixiersammler. Vielleicht verende ich mein Dorf bis zum nächsten Mal ein bisschen. Aber ich würde sagen, für den ersten Part von Clash of Clans ist eine fertig. War das ganz okay. Das nächste Mal greifen wir vielleicht mal einen anderen Spieler an. Vielleicht werden wir auch angegriffen. Man weiß nie, was passiert. Und, achso, ich habe 3 Tage Schutzschild. Ich würde sagen, ja, an dieser Stelle beenden wir die erste Folge. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.